Ans Recording. Und damit auch ein herzliches Willkommen an alle, die es jetzt im Nachhinein auf jeden Fall noch nachgucken werden. Erstmal, Guys, wen haben wir heute hier? Die liebe Sophia Schröder. Und Leute, es war die spontanste Aktion, die wir hatten, diesen Networker-Call mit ihr zu machen. Ich habe ihr gestern spontan geschrieben, einfach so, ey, hast du morgen Zeit und Lust, auf unserem Networker-Call zu speaken? Einfach, um uns deine Reise einfach näher zu bringen, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Und vielleicht einfach kurz ein paar Worte von mir aus zu Sophia, bevor sie gleich das Wort übernehmen wird. Sophia ist einfach eine sehr einzigartige Person. Ich hatte persönlich verbringe momentan sehr viel Zeit mit ihr über Zoom, weil wir eine Child of God-Gruppe haben, wo wir wöchentlich mehrere Zoom-Meetings waren. Und ich kann euch ehrlich sagen, es ist wirklich sehr viel Mehrwert da drin. Und Sophia ist so eine einzigartige und wunderbare Person. Und wirklich, wir sollten wirklich dankbar sein für diese Zeit jetzt, dass sie sich wirklich die Zeit nimmt. Es war wirklich der einzige Termin, der noch frei war und es hat perfekt gepasst. Deswegen, ich würde auch nicht allzu lang rumschnacken, wird ihr das Wort jetzt übergeben. Und yes. Yes, perfekt, sehr nice. Wir sind live. Perfekt, danke dir auf jeden Fall für die lieben Worte. Ja, ich sehe Jordi auf jeden Fall auch aus der Child of God Gruppe. Mega nice. Ja, cool, dass ihr hier seid und auch cool, dass es noch so spontan geklappt hat, ja, dass ich auf jeden Fall euch ein bisschen was mitgeben kann. Genau, auch hi an Dominik und Luca. Ne, was geht, Jungs? Schön, dass ihr hier seid. Ja, und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal in den Call rein und zwar wie immer mit Dankbarkeit. Das heißt, schreibt gerne mal in den Chat eine Sache, für die ihr heute dankbar wart und oder für eine Sache, die euch heute ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Und dann starten wir auch schon rein. So, viel Essen. Ja, viel Essen ist immer gut für meine Teampartner. Dafür, dass ich heute einen vollen Kalender hatte für meine Mom. Alright, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie sieht es bei den anderen aus? Für was wart ihr oder seid ihr heute dankbar? Meine Mom hat nämlich immer gesagt, wenn du glücklich einschläfst, wachst du auch glücklich wieder auf. Ja, das heißt, es ist ein wichtiges Thema, Dankbarkeit und Gesundheit. Alright, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir starten auf jeden Fall mal rein in diesen Call. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr mich schon alle kennt, aber auf jeden Fall, ich bin Sophia, ja, bin 23. Ich mache das Business schon mittlerweile seit 4 Jahren, seit 3 Jahren hauptberuflich. Und deswegen wollte ich heute einfach mal so ein bisschen was über meine Journey erzählen, ja, euch einfach mal so von Rang zu Rang praktisch mitnehmen und ja, so ein bisschen einfach meine Learnings teilen. Und ich glaube, vielleicht kann der eine oder andere sich hier was rausziehen. Aber ihr könnt ja gerne mal in den Chat schreiben, so was ist denn aktuell so euer nächster Rang? Wie gesagt, ja, P1. All right. P1, P1. P150. P150. Luca, du bist schon P150 gegangen. Dein nächster Rang ist P6. P150. Alright, sehr gut. Das heißt, wir haben so gut wie jeden Rang hier. Nice, dann ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Na, auf jeden Fall bin ich proud of euch, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt. Bei uns ist es auf jeden Fall richtig schön warm. Ich weiß nicht, wie es so in Deutschland aussieht. Ja, aber ich habe es auch gestern schon auf Dominik's Late Night Call gesagt. Und zwar, wir stehen da wegen den Entscheidungen, die wir bis heute getroffen haben. Und deswegen ist es perfekt, dass du die Entscheidung getroffen hast, heute auf diesem Call zu sein, ja, heute einfach ein bisschen Mehrwert mitzunehmen und ja, dich ein bisschen impacten zu lassen. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt rein. Na? Und zwar bin ich im Juni 2018 gestartet, ja, also vor 2017, vor 4 Jahren. Na, und gar nicht so aufregend. Ich bin gestartet, ich hatte eigentlich gar keinen Plan, was das alles ist. Also ich bin gestartet, ohne überhaupt zu checken, was Trading ist. Ja, weil ich einfach für mich eine Option gesehen habe, na, das Ganze für mich zu verändern, mein Leben zu verändern. Und deswegen bin ich damals gestartet. Ja, wie viele von euch wissen, ich war damals Putzfrau, na, habe keine Ausbildung gemacht, nicht den besten Schulabschluss. Das heißt, so viele Optionen im Leben waren mir jetzt nicht
nicht offen, aber trotzdem hatte ich extrem hohe Ziele, na, und wollte extrem viel vom Leben haben. Und deswegen bin ich damals gestartet. Na, ich bin dann in der ersten Woche P150 gegangen. Na, hatte eigentlich keinen Plan, wie ich das gemacht habe oder warum ich das gemacht habe. Ja, letztendlich waren die ersten, meine ersten Teampartner waren eine Freundin, mit der ich gestartet bin, meine Mom und meine Schwester. Ja, das heißt, so die Meisterleistung war es jetzt auch nicht. Ja, aber ich habe es auf jeden Fall in der ersten Woche gecrushed. Und was ich schon von Anfang an gemacht habe, ja, das heißt, wenn dein nächster Rang P150 oder P6 ist oder selbst wenn dein nächster Rang, keine Ahnung, P1, P2, P5 ist, na, was ich von Anfang an gemacht habe und was ich jedem von euch ans Herz lege, ist immer und überall am Start zu sein. Also for real, ich war immer und überall am Start. Ich war bei jedem Event am Start, ich war bei jedem Teamtraining am Start. Ja, ihr müsst euch vorstellen, ich bin ja damals gestartet bei Robin Abelshauser und Maurice Sommer. So, die beiden waren meine Ansprechpartner und mit den beiden war ich eigentlich immer unterwegs. Und Robin hatte einmal in der Woche Home-Events in seinem Keller. Ja, das heißt, da standen dann so Bierbänke halt, ne? Im Keller standen so Bierbänke, man hatte so einen Mini-Bildschirm, ja, der MacBook, über den das produziert wurde, war komplett am Arsch, ja, also es war eigentlich richtig unprofessionell, aber die Leute sind gekommen und ich war jedes Mal da, auch wenn es einfach nur eine normale Präsentation war und ich habe jedes Mal mitgeschrieben, ja, ich habe jedes Mal mitgeschrieben, wenn ein Maurice präsentiert hat, wenn ein Robin präsentiert hat, wenn ein Chris Sulzer präsentiert hat, ja, weil ich einfach genauso präsentieren wollte wie die, auch wenn ich gar keinen Plan hatte, was das alles ist. Ja, das heißt, ich habe locker die ersten 50 Male alles mitgeschrieben. Ich habe alles mitgeschrieben und ich war immer am Start. Leute, ich wurde sogar von meinen Jobs gekündigt, ja, weil ich bei Teamtrainings am Start sein wollte, wo ich nicht frei bekommen hätte. Und dann habe ich mich halt kündigen lassen, damit ich hingehen kann. Ja, das sind so Dinge, die habe ich damals gemacht. Und für mich war es ganz normal. Für mich war es ganz normal, dass man sowas macht. Das war damals nicht krasses Sacrifice oder so, sondern das war einfach, willst du was reißen, bist du halt am Start. Und dann war ich halt am Start. Ja, das heißt, ich war immer und überall am Start und das hat mir so, so viel gebracht. Ja, weil IAM war einfach von Anfang an mein Plan A. Ja, von Anfang an war es mein Plan A. Für mich gab es eigentlich keine andere Option. Und ich glaube, dass viele von uns, ich weiß nicht, wie es so bei euch aussieht, aber ich glaube, dass viele von uns extrem in ihrem Komfort leben, ja, weil sie oft noch Taschengeld bekommen oder noch einen Job haben oder noch einen Ferienjob haben oder, keine Ahnung, Zuckerfest, was weiß ich. So überall bekommt man heutzutage Geld. Ja, überall hat man noch eine Sicherheit, wo man sagen kann, okay, wenn es mit IAM nicht funktioniert, ich habe ja immer noch den Job oder ich habe ja immer noch den Job oder ich kann ja immer noch dahin oder ich kann ja immer noch zurück dahin. So, und das hatte ich damals nicht. Für mich war entweder Putzfrau oder IAM. So, das heißt, es war meine einzige Option und ich wollte wirklich alles dafür geben. Ja, und das habe ich auch absolut gemacht. Damals war es ein bisschen krass. Ja, ich war nach 3 Monaten, stand ich zum Beispiel als P150 auf einer Bühne vor 1000 Leuten. Ja, ich musste vor 1000 Leuten speaken als P150. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe mir damals eine P150-Urkunde abgeholt, nachdem ich gespeakt habe. Und das sind einfach so Dinge, glaub mir, ja, ich weiß, keine Ahnung, also ich war noch nie schüchtern, aber ich war jetzt auch nicht so die Rampensau, also ich war da nicht so geil drauf. Aber Maurice meinte mal zu mir, ey Sophia, ja, wenn du jemand anders siehst, der da vorne auf der Bühne ist, weil du Nein gesagt hast, du wirst dir krass in den Arsch beißen. Und genau deswegen habe ich diese Dinge gemacht. Das heißt, ich bin eigentlich von Anfang an mehr ins kalte Wasser gesprungen, aber auch definitiv ins kalte Wasser geworfen worden. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, ich bin jetzt gerade vom P1 und so, ihr habt vielleicht schon ein paar Teampartner, schmeißt sie absolut ins kalte Wasser. Ja, eure Teampartner und auch ihr habt alles, was ihr braucht, glaubt mir, ihr habt so viel Support. Ja, manchmal können die schon ins kalte Wasser geworfen werden, weil letztens hatten wir es im P2-Call und Robin hatte dort die Frage gestellt, okay, was ist die eine Sache, ja, die ihr gemacht habt oder die bei euch gemacht wurde, die euch dahin gebracht hat, wo ihr jetzt seid? Und bei mir war die Antwort so, ich wurde immer ins kalte Wasser geworfen.
So, das ist safe der Punkt, der mich am weitesten gebracht hat. Das heißt, tu das ruhig auch mal bei deinen Teampartnern. Ja, lass sie mal auf Newcomer-Call speaken, ohne ihnen vorher Bescheid zu sagen. Ja, oder irgendwie solche Dinge. Ich weiß noch, damals Chiara ist auch hier im Call. Ihr nächster Rang ist P2K. Ja, und sie, ich, hallo, ich habe sie damals auch angerufen und meinte so, ey Chiara, ja, mir ist jemand abgesprungen, willst du auf dem Team-Call speaken? So. Und sie so, hä? Und ich so, ja, du speakst jetzt auf dem Team-Call. Und letztendlich sind es halt auch diese Dinge, die sie weitergebracht haben. Ja, und deswegen kann ich das nur empfehlen. Ja, dann war meine erste Convention in Miami. Ich hatte absolut kein Cash dahin zu gehen. Absolut kein Cash. Also das war wirklich sehr, sehr krass. Das heißt, wenn du jetzt hier sitzt und dir denkst, ey, ich habe absolut kein Cash, um nach Dubai zu gehen, ja, glaub mir, es gibt Möglichkeiten. Du kannst so viel verkaufen, du kannst Blut spenden gehen, du kannst, keine Ahnung, babysitten gehen, mit Hunden spazieren gehen, Fenster putzen gehen, du kannst so viele Dinge tun. Ja, und deswegen, Leute, ja, es ist immer eine Möglichkeit da. Ich habe das alles gemacht. Ja, ich bin damals mit Glasreiniger für 80 Cent und Zeitungspapier, ja, bin ich zu den Omis gegangen und habe gefragt, ob ich für einen 5 Watt Fenster putzen gehen kann. Ja, und Zähne putzen wäre ein bisschen cringe gewesen. So, ob ich Fenster putzen gehen kann. Ja, und so habe ich mir Geld verdient. Es hat immer noch nicht gereicht. Ich war wirklich komplett broke. Den Rest hat Robin mir dann gegeben. Ich habe sie zurückgezahlt. Aber es sind Möglichkeiten da. Und diese Convention hat alles bei mir verändert. So, es hat alles bei mir verändert, weil ich einfach dieses Bigger Picture gesehen habe. Ja, und auf dieser Convention schon habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, dass diese Leute auf dieser Convention, die vorne sitzen, das heißt, die Chairmans, sich an mich erinnern werden. So, ich bin da hingegangen als P150 und ich war so, diese Leute werden sich an mich erinnern. Ja, und ich habe mich mit so vielen Leuten connected. Ich kann euch mal die Bilder zeigen. So, ich habe dort Bilder, ich habe Austin Gutsy kennengelernt, ich habe Matt Rosa kennengelernt, ich habe so viele Leute dort kennengelernt, ja, die, ja, mit denen man sich einfach connecten kann. Und es ist so, es wird auch in Dubai so sein, es werden 14.000 Menschen in Dubai sein, ja, und vielleicht 400 von denen werden sich mit Chairmans connecten. Vielleicht 400, wenn es gut läuft. Und das ist halt krass. Und ich war eine von denen, die sich von Anfang an connected hat. Ja, egal mit den Chairmans aus Deutschland, egal mit den Chairmans aus Amerika. Ich war einfach von Anfang an connected. Ja, weil ich wusste, oft wachsen Menschen nur so sehr, wie ihr Umfeld. Ja, oder meistens wachsen Menschen nur so sehr, wie ihr Umfeld. Und meistens wissen sie es nicht mal. Ja, wenn wir mit Menschen sind, die da sind, wo wir aber hinwollen, ja, dann werden wir immer mehr lernen und dann werden wir letztendlich auf eine ganz andere Ebene kommen. Ich habe vorhin noch mit Dominik darüber gesprochen, ja, was aktuell vielleicht Ilias Antrieb ist. Und Daniel hatte Ilja gefragt und Ilja hat gesagt, mein Antrieb ist es, dass ich noch lange nicht auf der Ebene bin, auf der ich sein will, weil ich will auf der Ebene mitspielen wie ein John C. Maxwell. Und das ist halt krass. Und desto mehr du dich connectest, na, desto mehr du mit Menschen bist, die da sind, wo du hin möchtest, desto höher kommst du auf dieser Ebene. Es ist ganz klar, ja, dass ein Dominik oder eine Chiara, die mich jeden Tag anrufen, die mir jeden Tag Fragen stellen, die jeden Tag mit mir in Kontakt sind, ja, dass sie P2 gehen. Vollkommen klar. Ja, bei mir genauso. Ich bin nur mit Ilja, ich bin nur mit Maurice, ich bin nur mit Daniel, ich bin nur mit Madelief. Ist doch klar, dass ich an diesen Punkt kommen werde. Ja, und deswegen, Leute, macht das. Es gibt unzählige P1s. Es gibt unzählige P2s. Für alle, die geschrieben haben, ihr nächster Rang ist jetzt P1. Ihr seht ja zum Beispiel hier drin Chiara. Ja, Chiara ist P1. Das heißt, schreibt euch ihren Namen auf, connectet euch mit ihr auf Instagram und macht einen Call aus, fragt sie, wie sie es gemacht hat. Na, easy as that. Das heißt, tut das auf jeden Fall, ja, nach 6 Monaten dann, also nach einem halben Jahr praktisch, nach der Miami Convention bin ich P6 gegangen. Ja, was ganz witzig ist, ich war die erste weibliche P6-Frau in ganz Deutschland. Das muss man sich mal geben. Ja, die erste weibliche P6-Frau in ganz Deutschland. Ja, und ich habe immer noch keinen Plan von irgendwas gehabt. Ich habe immer noch keinen Plan gehabt, wie Trading eigentlich jetzt for real funktioniert. Ich hatte immer noch keinen Plan, weil wir nichts gehabt haben. Ja, wir hatten keine Einarbeitung, wir hatten kein System, wir hatten kein Leadership, wir hatten keine 10 Leadership-Calls die Woche. Ja, wir hatten keinen Plan, dass Mentorship-Calls existieren. So. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, wir hatten diese ganzen Mittel und nicht. Ja, ihr habt das jetzt, vor allen Dingen seid ihr bei Empire.
So, ihr seid bei Empire, das ist wild, Mann. Eure Website, ich meine, ich kriege ja immer so ein bisschen mit von Daniel und so, das ist halt anders. Das ist anders, glaubt ihr? Und glaubt mir, hättet ihr mir das damals gezeigt, ich wäre morgen P6. For real, ich wäre morgen P6. So. Das heißt, nutzt das, was ihr habt. Na, nutzt auf jeden Fall das, was ihr habt, weil es ist ehrlich, ehrlich krass. Ja, das heißt, ich hatte es damals nicht. Das Einzige, was wir gemacht haben, war, Leuten von dem Business zu erzählen. Ja, das heißt, wir hatten Weekly Events, auch wenn es in einem abgeranzten Keller mit Bierbänken waren. Wir haben Weekly Events gemacht, egal ob drinnen oder draußen. Später hatten wir dann Büros oder waren in so Schulkantinen und so. Aber wir haben immer einen Weg gefunden, Weekly Events zu machen. Und wir haben immer einen Weg gefunden, diese Events voll zu machen. Ja, wir sind teilweise 3 Stunden gefahren für ein Einzelmeeting. Wir sind teilweise damals 3 Stunden gefahren für ein einziges Einzelmeeting. Robo und ich, wir sind immer von Stadt zu Stadt gefahren und haben die Meetings gemacht. Das war nicht so, ah ja, mal schauen, vielleicht kriege ich den ja auf Zoom, aber heute habe ich irgendwie nicht so Lust, weil es war schon ein harter Tag. Ich war damals 14 Stunden am Tag arbeiten. Und ich bin trotzdem noch auf dieses Meeting gefahren. Ich bin trotzdem noch auf das Event gefahren. Ich bin trotzdem noch auf das Training gefahren. Das heißt, manchmal sind wir wirklich einfach verglichen zu damals, verglichen, wie wir angefangen haben, viel, viel, viel zu, ja, viel zu komfortabel. So viel dazu. Das heißt, das haben wir alles gemacht und dazu fehlt auf jeden Fall oder zählt auf jeden Fall die Selbstständigkeit. Ja, das ist auch ein wichtiges Thema, denke ich, für euch. Egal in welchem Rang ihr seid, ihr könnt auf jeden Fall selbstständiger sein. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt wisst, okay, mein nächster Rang ist zum Beispiel der P6. Ja, das heißt, irgendwas musst du ja tun, um aus deiner Komfortzone zu kommen, um auf diese nächste Ebene von P6 zu kommen. Ja, was ist dann die Lösung? Die Lösung ist, dass du überlegst, okay, was wäre ein Step? Was habe ich vielleicht noch nicht gemacht? Hast du noch nie auf einem Teamcall gesprochen? Dann geh jetzt auf Jasmin oder auf wen auch immer zu, ja, und frag sie, hey, kann ich auf den nächsten Teamcall speaken? Ja, mach das von dir selber aus. Geh auf die Leute zu und sag, hey, kann ich auf den Teamcall speaken, wenn du weißt, das bringt dich aus deiner Komfortzone. Hey, kann ich vielleicht heute mal den Backoffice-Call übernehmen und du sagst mir danach dein Feedback. Hey, kann ich vielleicht heute einfach mal ein Closing machen? Hey, wollen wir vielleicht heute mal in die Stadt gehen und Kaltakquise machen? Egal, was es ist. Ja, hey, so, ich sage dir jetzt, Jasmin, ich mache morgen eine Face-Story oder ich mache heute eine Face-Story und wenn du bei mir im Instagram keine Face-Story siehst, dann darfst du mir richtig Ärger geben. Keine Ahnung, macht irgendwie solche Dinge. Na, seid selbstständig, bringt euch ein. So ein Dominik zum Beispiel ist extrem selbstständig so. Na, ein Dominik kommt mit neuen Ideen und sagt, hey, ich möchte einen Late-Night-Call machen. Hey, lass doch Power-Hours einbringen und so. Das heißt, na, sei auf jeden Fall selbstständig, weil glaub mir, damals als P6, ich habe alles alleine gemacht. So, bei uns gab es das nicht. Ah ja, ich bin P2, ich hole jetzt mal kurz meine Upline dazu. Ja, ich habe das damals selber gemacht. Das heißt, damals waren wir absolut in Phase 1. Wir waren absolut in Phase 1 und zwar alle. Das war wirklich krass so, weißt du? Und so, ja, habe ich auf den Events präsentiert. Ja, ich habe schon als 2&3 auf Events präsentiert. So, damals war das so, hey Sophia, du präsentierst jetzt heute. Und dann habe ich das halt gemacht. Ja, und genau das ist, denke ich, auch wichtig für euch, um wirklich weiterzukommen. Ja, das ist ein Business und vor allen Dingen ist es dein Business. Das ist kein Hobby oder irgendwas, wo dich halt irgendwer zu überredet hat, dann musst du halt erfolgreich werden, sondern es liegt in deiner Verantwortung, ob du hier erfolgreich wirst oder eben nicht. Und genau so sollten wir das Ganze behandeln. Ja, damals haben wir dann eben selber auf Events präsentiert, selber Meetings gemacht, ja, selber haben wir uns mal hingesetzt. Ich war damals P6, ich hatte, keine Ahnung, so 12, 13 Teampartner und ich habe mich dann erst hingesetzt und habe dann überlegt, okay, wie kann ich die denn jetzt einarbeiten? So, was kann ich denen denn jetzt zeigen? Was kann ich denen denn jetzt sagen, damit die überhaupt einen Peiler haben, was die machen? Ja, weil ich das nicht hatte. Das heißt, ich habe mich hingesetzt, habe überlegt, okay, ja, was kann man machen? Kann man vielleicht Calls einführen und so? Und so ist das dann letztendlich entstanden. Ja, dann war die zweite Convention in Las Vegas. Direkt danach bin ich P1 gegangen.
Direkt danach bin ich P1 gegangen, ja, nach Audrey. Audrey war damals die erste P1-Lady. Ich war damals dann die zweite. Ja, wir sind zusammen P1 gegangen und dort habe ich for real die Entscheidung getroffen, all in zu gehen. Dort habe ich for real die Entscheidung getroffen, all in zu gehen. Ja, ihr müsst wissen, ich habe damals in einer Einzimmerwohnung gewohnt, zusammen mit meiner Mom und meiner Schwester. Ja, so meine Mom hatte so ein Bettchen und meine Schwester und ich haben auf der Matratze auf dem Boden gepennt. Wir mussten die jeden Tag wieder so zur Seite stellen, damit wir Platz haben, um zu laufen. Ja, und es war wirklich nicht so nice. Ja, und damals bin ich dann nach Düsseldorf gezogen. Ja? Marvin hatte auf einmal dann in dieser P1-Leadership-Gruppe die Idee, so ein Hustle-Haus zu gründen. Ja? Und dann waren es Marvin, David Wohlgemuth, Bianca war damals eine Teampartnerin von mir und ich. Ja? Und ich bin nur in dieses Haus gekommen, weil ich connected war zu Marvin und zu David. Ja, das heißt, ich war connected zu denen, sodass ich dann sagen konnte, hey, ich muss unbedingt raus aus meiner jetzigen Situation. Ich muss in dieses Haus ziehen. Ja, und glaubt mir, das hat alles für mich gechanged. Das heißt, wenn ihr wisst, okay, es gibt gerade so einen Punkt, so wenn ich den ändere, wenn ich das verändere, ja, dann kann es wirklich alles ändern. Glaub mir, mach es. Auch wenn du noch keinen Plan hast, wie du die Miete zahlen sollst. Auch wenn du noch keinen Plan hast, wie Düsseldorf überhaupt aussieht. Ich war vorher noch nie in Düsseldorf. Ich bin nach Düsseldorf gezogen. So, ich hatte keinen Plan. So, ich habe mich vielleicht vorher, keine Ahnung, zweimal mit Marvin getroffen oder so. Und ich bin, ja, es war auch eine verrückte Entscheidung irgendwo. Aber ich habe es gemacht und es war das Beste, was ich machen konnte. Na, ich bin nach Düsseldorf gezogen. Ich hatte das erste Mal die Möglichkeit, ja, länger als 10 Uhr abends zu hustlen, weil, wie gesagt, ich habe in einer Einzimmerwohnung gewohnt mit meiner Mom und meiner Schwester. Ich habe in Bayern gewohnt. Ich musste nach 10 Uhr abends, musste ich für jeden Teamcall, für jedes Follow-up, egal was war, musste ich rausgehen in den Schnee, weil ich sonst meine Mom aufgeweckt hätte. Ich konnte nicht mal mit Kopfhörern einen Mentorship-Call hören, weil ich sonst meine Schwester neben mir aufgeweckt hätte. Ich hatte 0,0 Privatsphäre, um irgendwie mal Bücher zu lesen oder was weiß ich. Das heißt, diese ganzen Dinge konnte ich das erste Mal in Düsseldorf machen. Ich hatte mein eigenes Zimmer und es war so krass, Leute. Wirklich, ich war bis 5 Uhr morgens wach. Ich habe Affirmationen aufgeschrieben. Ich hatte so eine Musikbox. Da habe ich Mentorship-Calls laufen lassen. Ja, ich habe mein ganzes Zimmer voll gekleistert. Ich habe mir Whiteboards bestellt, habe die voll gekritzelt bis 5 Uhr in der Nacht. So, ich war übelst am Start. Einfach nur, und es war die geilste Zeit in meinem Business, na, einfach nur, weil ich komplett all in war. Ich war komplett all in. So, ich hatte richtig Bock zu verzichten. Ich hatte richtig Bock zu hustlen. Ich hatte einfach übelst das Verlangen, alles zu geben, was ich konnte. Na, ich habe 3 Stunden am Tag geschlafen und ich war trotzdem komplett fit. So, ich war komplett fit. Ich hatte nicht mal dieses so, oh, ich bin müde, ich brauche ein Powernap. Ich war komplett fit und habe komplett durchgehasselt. Und das war so dann der Punkt, ja, wo sich auf jeden Fall alles geändert hat, weil letztendlich müssen wir verzichten. Ja, wir müssen verzichten, wenn wir ein Business haben, ja, das uns Value gibt irgendwo, liegt es in unserer Verantwortung, einen Preis dafür zu bezahlen. Ja, wenn du ein Business hast und in diesem Business bekommst du so viel. Du bekommst Mehrwert, du bekommst die Möglichkeit, dein Skill zu lernen, der dein Leben verändern kann. Du bekommst die Möglichkeit, ja, die krassesten Menschen ever zu treffen. Du bekommst die Möglichkeit, von Millionären zu lernen und live diese Menschen zu treffen. Du bekommst die Möglichkeit auf eine zweite Family. Ja, du bekommst so, so, so viel von dieser Company. Das heißt, deine Verantwortung ist es, einen Preis dafür zu zahlen. Ja, oft denken wir müssen nicht verzichten oder wir schaffen es auch ohne Verzicht so, aber Verzicht gehört dazu. Verzicht ist sogar essentiell. Na, ich habe es gestern schon mal erwähnt, ich weiß gar nicht mehr, war es im 20%-Call oder bei dir, Dominik? Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich es gestern auch schon erzählt. Ich verzichte immer noch. Ein Daniel verzichtet immer noch. Und wie? Ja, ich habe es gestern schon gesagt, wir waren vorgestern das allererste Mal am Strand. Und Leute, wir wohnen seit 8 Monaten in Portugal.
Wir wohnen am Strand. Wisst ihr, was ich meine? Wir könnten jeden Tag sagen, okay, ja, so, keine Ahnung, Handy auf Flugmodus, Sonnenbrille auf und ab geht's, ja, Wetter genießen. Aber das tun wir nicht. Wir verzichten, weil wir trotzdem noch ein Verlangen haben, weil wir trotzdem noch lange nicht auf dieser Ebene angekommen sind, auf die wir ankommen möchten. Das heißt, wenn du ja immer im P6 sein möchtest, dann easy game. Dann easy game. Wenn du es schon geschafft hast, du willst P6 sein, dann verzichte nicht mehr. Alles easy. Aber wenn du sagst, ey, ich will die Leiter hochklettern, ich will Chairman gehen, dann musst du dich auch so verhalten und dann musst du auch ja, dementsprechend verzichten. So, damit meine ich nicht auf Essen, auf Schlaf oder so, sondern so, dass du einfach verzichtest auf Zocken, auf Rauchen, auf schlechte Gedanken, ja, auf Vergleichen, auf toxische Beziehungen, auf schlechtes Essen, all diese Dinge, ja, auf all diese Dinge. Game verzichten. So, es sollte für dich eigentlich nicht mal ein Verzicht sein. So, was habe ich noch gemacht in dieser Zeit? Ich habe Lieder entwickelt, extrem starke Lieder entwickelt. Ja, dann war die dritte Convention, auf der ich war, in London. Ja, ich weiß nicht, ob von euch schon jemand am Start war, wahrscheinlich auch nicht. Das ist so geil. So, London. Dann war Corona und ich bin straight P2 gegangen. Na, ich bin straight P2 gegangen nach dieser Convention. Und falls euch jetzt was auffällt, ich bin nach jeder Convention in ein Rank-Up gegangen. Nach jeder Convention. Nach Miami bin ich P6 gegangen. Nach Vegas bin ich P1 gegangen. Nach London bin ich P2 gegangen. Und deswegen wisst ihr, warum es für euch so wichtig ist, nach Dubai zu gehen. Ja, deswegen ist es für euch so wichtig, alles dafür zu tun, dass ihr nach Dubai gehen könnt. Ja, im P2, ich fasse es einfach kurz zusammen, weil das für euch, glaube ich, nicht so wichtig ist. Ja, dort habe ich ein extrem starkes Leadership entwickelt, heftige Culture aufgebaut. Ja, wie bei Kerams, das ist richtig geil. So, und ich finde tatsächlich, dass der P6 und der P1 die geilsten Ränge sind, um Culture aufzubauen. Die geilsten Ränge sind, um Leadership aufzubauen. Ja, weil du dort ein überschauliches Team hast und da kannst du alles machen. Wenn du für dein Team im P6 All-In gehst, dann wirst du die geilste Culture haben, die es gibt. Ja, wir müssen nämlich verstehen, dass wir uns gegenseitig in diesem Business brauchen, um erfolgreich zu werden. Das heißt, wenn mein Team gewinnt, wenn Luca gewinnt, wenn Dominik gewinnt, wenn Chiara gewinnt, wenn mein Team gewinnt, gewinne ich. Und wenn ich gewinne, heißt es automatisch auch, dass mein Team gewinnt. So, das heißt, wir brauchen uns gegenseitig. So, das heißt, ja, ich bin zu 100% all in für Leute, ja, wo ich sehe, dass sie all in sind. So, das heißt, zusammengefasst, ich bin jeden Tag präsent gewesen und ich würde sagen, wir haben jetzt noch 8 Minuten, ne? Dann sage ich die wichtigsten Steps für euch. Ja, es gibt 4 Steps, was die wichtigsten Steps waren. Pro Jahr 1 Step. Ja, Step Nummer 1. Ich war auf jedem Event, auf jedem Teamtraining und auf jeder Convention. Egal wie broke ich war, egal ob ich gekündigt werden musste, egal ob ich keinen Plan hatte, wie ich hingekommen bin, ich war da. So, erster Step. Zweiter Step. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell. Genau, zweiter Step. Ich war immer coachable gewesen und habe die Dinge immer direkt umgesetzt. Wenn Maurice mir etwas gesagt hat, habe ich es gemacht. Wenn er mir gesagt hat, hey, du bist seit 3 Monaten am Start und bist zwar gerade erst P150, aber du speakst vor 1000 Leuten, ich habe es gemacht. Wenn er mir gesagt hat, Sophia, du präsentierst heute den Network-Part, obwohl du noch gar kein Geld mit Network verdienst, ich habe es gemacht. Ich habe diese Dinge nicht hinterfragt, sondern ich habe es immer gemacht. So, dritter Punkt. Ich habe mich immer mit den Leuten connected, die da sind, wo ich hin will. Daran hapert es leider bei sehr, sehr, sehr vielen Menschen. Auch wenn du schon P6 bist, connectest du dich mit P1s. Auch wenn du P1 bist, connectest du dich mit P2s. Auch wenn du P2s bist, connectest du dich mit P5s. Es hört niemals auf. Das heißt, hör nicht auf, dich zu connecten. So, und Step Nummer 4, ja, ich habe immer an mir gearbeitet, reflektiert und die Fehler bei mir gesucht. Okay, die Fehler bei mir gesucht. Nicht bei meiner Downline, nicht bei meiner Crossline, nicht bei meiner Upline, nicht bei Gott im Himmel. Ja, ich habe die Fehler bei mir gesucht. Das heißt, stop making excuses.
Ja, stop making excuses, sei selbstverantwortlich für dein Business. Es liegt an niemanden außer an dir, ob du hier erfolgreich wirst oder nicht. Und ja, Mann, das war so zusammengefasst meine Journey. Genau, ich hätte schon Bock, dass wir noch so ein Q&A machen können, weil wie gesagt, es ist ein Network-Call und ich weiß nie, wo es bei euch noch hapert. Jetzt haben wir noch 5 Minuten. Ich weiß nicht, habt ihr da Bock drauf? Habt ihr Fragen oder so? Dann könnten wir vielleicht einen zweiten Link aufmachen, oder? Alright. Nice. Dann mache ich einen neuen Link und schicke ihn zu. Perfekt. Perfekt.